Man merkt einfach, dass die Kellner und Kellnerinnen nicht mehr die Diener in dem Sinne sind, dass der Gast es irgendwo auch schon ein bisschen mehr wertschätzt. Wenn man gute Produkte einkauft und verarbeitet, dann wird das Ganze natürlich teurer. Und das ist in Deutschland einfach, glaube ich, was sehr, sehr schwierig ist. Mein Service kann nur so gut sein, wie mich meine Kollegen irgendwo auch auffangen, weil auch alle meine Kollegen in meiner Station Essen rausbringen, genauso an meinen Gästen auch irgendwo dran sind. Willkommen zu Eat, Drink, Men, Women, dem Podcast für Gäste und Profis, die die Welt der Gastro lieben. Serviert werden Erfolge und Misserfolge, das Bewährte und der neueste Trend. Vom Kiez bis zu den Sternen. Salut! Hallo liebe Zuhörer von Eat, Drink, Men, Women. Heute sind wir, wie letztens schon angekündigt, in Staffel 4. Heute ist Samstag und ich habe zwei junge Damen bei mir am Tisch sitzen und auf dieses Interview habe ich mich schon seit gut 3 Wochen gefreut, weil wir nämlich heute ein Thema haben, was mir in der ganzen gastronomischen Laufbahn, die ich schon doch einige Jahre hinter mir habe, immer sehr am Herzen gelegen hat, und das ist das Thema Service. Service ist eine Sache, hat die sich verändert? Wie ist es eigentlich heute? Wie findet Service heute statt? Die Köche sind heutzutage die großen Superstars, überall präsent und medial auffindbar. Auch die Barleute sind streckenweise auch gute Stars. Wie ist es eigentlich mit der Sichtbarkeit des Services? Dienstleister, Fachkompetenz, Sozialkompetenz, das sind alles Themen, die der Service abdecken muss und kommt ja heute nicht zu kurz. Und ist aus dem Service vom Job eigentlich schon ein Beruf geworden oder sollte es ein Beruf sein? Da gibt es eine Initiative, die heißt Proud to Kellner. Da sind auch Mitglieder, beziehungsweise kann man sagen Initiatoren, die Juliane und die Angelina, die ich heute bei mir sitzen habe, die sich vorgenommen haben, mit Proud to Kellner die Service und deren Leistung sichtbarer für die Welt zu machen. Wie stolz sie wirklich sind, werden wir heute erfahren. Das werde ich mit ihnen besprechen. Und was sollte sich in der Servicelandschaft ändern? Ist Berlin anders wie andere Städte oder Deutschland anders wie andere Länder? Alles spannende Themen. Darauf freue ich mich. Erstmal danke, dass du hier bist, Juliane. Ja, sehr gerne. Und Angelina. Ich freue mich auch. Ich freue mich auch auf dieses Gespräch. Wenn wir beginnen, beginnen wir immer erst mit unseren Triggerfragen. Wir haben nicht immer so Triggerfragen, mit denen starten wir und die könnt ihr immer links, rechts beantworten. Fragen wir mal, Autodidakt oder Ausbildung? Ausbildung. Ausbildung. Authentisch oder Professionalität? Authentisch. Authentisch. Da komme ich nochmal später drauf. Okay. Gerade was den Service anbelangt. Tradition oder Moderne? So eine Mischung aus beidem, aber wenn, dann eher die Moderne. Ich bin da total bei Angie. Also ich finde Tradition immer wichtig, aber ich finde auch, dass es irgendwie vorangehen muss und deswegen Moderne. Duzen oder Siezen? Auf jeden Fall duzen. Auf jeden Fall. Ich bin beim Siezen. Okay, auch spannend, gerade unter dem Thema Professionalität und Service. Gib mir nochmal einen Reminder, würde ich ganz gerne später nochmal drauf eingehen. Guter Service, voller Laden. Also auf jeden Fall guter Service. Okay. Ja. Ich glaube, dass der Service besser ist, wenn der Laden voll ist. Okay, auch eine steile These, können wir auch nochmal besprechen. Ja. So, Juliane und Angelina, bevor wir jetzt in die Diskussion reingehen, erklärt mir doch einfach nochmal nacheinander, wo arbeitet ihr und warum habt ihr euch entschieden, Servicekraft zu werden? Also aktuell arbeite ich nicht mehr in der Gastronomie, beziehungsweise werde ich das auch nicht mehr tun, dadurch, dass ich aus gesundheitlichen Gründen einfach dem Service den Rücken kehren musste, was aber auch mit der Grund ist, warum wir Proud to Kellner einfach ins Leben gerufen haben, weil wir einfach sehen, dass der Nachwuchs da nicht nachkommt, beziehungsweise auch einfach, dass wir unsere Ausbildung angefangen haben, das ist schon ein bisschen länger her. Und wir einfach die Entwicklung gerade sehen, dass da nicht mehr so viel nachkommt. Und warum
ich Servicekraft geworden bin oder die Ausbildung gemacht habe, ist wirklich so dieser Standardgrund, den man so in der Berufsschule früher von ganz vielen gehört hat, dass man mit Menschen arbeiten möchte, dass man gut und kommunikativ ist und wie wir jetzt festgestellt haben, als wir mit Berufsschülern gesprochen haben, dass das auch immer noch derselbe Grund ist. Kannst du es so unterstreichen wahrscheinlich, ja, aber oder hast du noch andere? Ja, ein Stück weit kann ich das auf jeden Fall unterstreichen. Also ne, es ist halt einfach so, dass wir ein großes Problem haben, neue Kollegen, Kolleginnen zu finden und deswegen muss da was gemacht werden. Und zu meiner Geschichte vielleicht ganz kurz. Ich habe tatsächlich studiert und nebenbei gekellnert und habe dann das Studium abgebrochen, weil ich gemerkt habe, Geld verdienen macht mir mehr Spaß. Und ich wusste gar nicht, dass man eine Ausbildung zum Restaurantfachmann, Restaurantfachfrau machen kann und finde, dass das halt einfach so ein Punkt ist, der auf jeden Fall auch besprochen werden muss, dass die Menschen vielleicht ein besseres Verständnis oder überhaupt ein Wissen darüber haben, dass es ein Beruf ist, für den man eine Ausbildung machen kann. Ob man das unbedingt muss, ist nochmal eine andere Frage, aber für den einen oder anderen ist es sicherlich einfach eine gute Grundlage, um in diesem Beruf zu starten. Hast du denn nachträglich deine Ausbildung gemacht? Also du hast das Studium abgebrochen und dann sagtest du... Genau, habe 2 Jahre lang gejobbt, gekellnert in Bars, Kneipen, Restaurants, was auch immer. Klassische Autodidakt und, sozusagen. Und genau, also deswegen habe ich so ein bisschen da auch gezögert bei der Frage vorneweg. Und dann haben, ja, die Oma hat gesagt so, Kind, du brauchst eine Ausbildung. Und meine Eltern haben gesagt, dass es in Berlin tatsächlich einen Betrieb gibt, die noch Nachrück-Azubis suchen. Und mein Vater hat immer gesagt, entweder gehst du nach Berlin oder halt in den richtigen Laden, sodass du halt einfach da auch eine schöne Perspektive hast für die Zukunft. Und habe meine Ausbildung dann gemacht. Okay. 2008 angefangen, genau. Okay. Dann, bevor wir jetzt richtig einsteigen, nochmal erzählt mir doch mal ganz kurz, Angelina, fang vielleicht mal an, die Idee von Proud to Kellner. Wie ist die entstanden? Was ist euer Bedürfnis der Welt mit Proud to Kellner mitzuteilen? Also an sich, die ganze Idee ist gestartet im Oktober 2021, als ich damals noch im Restaurant Demon gearbeitet habe und wir auf der Suche nach neuen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen waren. Und ich verzweifelt vom PC saß und einfach gemerkt habe, es kommt keine Bewerbung rein oder es kommen einfach Bewerbungen rein, die für uns nicht geeignet waren und saß da und habe überlegt, warum das denn überhaupt so sein könnte. Also warum gibt es irgendwie aktuell nicht mehr wirklich so den Mitarbeitermarkt und habe Juliane dann angerufen, weil wir mal zusammengearbeitet haben. Wann war das? Das war in der Corona-Zeit? Das war in der Corona-Zeit, also November 2021. Hab Juliane angerufen, habe ihr von meinem Problem erzählt, habe sie erstmal gefragt, ob sie irgendwie einen Tipp für uns auch einfach hat. Und dann haben wir relativ schnell festgestellt, wir müssen uns mal zusammensetzen. Und haben uns dann einen schönen Sonntag im Café Frieda gemacht und haben uns dort mit Schaumwein und leckerem Essen die Köpfe zerbrochen, was wir machen müssen. Und so ist eigentlich die Idee Proud to Kellner quasi gestartet. Ja, also wir haben festgestellt, dass wir zu zweit das wahrscheinlich nicht lösen können, das Problem. Und haben dann gesagt, wir müssen einfach mal schauen, dass wir so viele Leute wie möglich irgendwie anschreiben, fragen, wie auch immer. Vielleicht gibt's ja schon jemanden, der was macht und wir können mit auf dieses Boot aufspringen. Oder wir finden eine Idee und dann sind wir wirklich unsere Kontakte durchgegangen und haben ganz bewusst wirklich Leute angeschrieben, die wir kennen, wo wir wussten, das sind gute Gastgeber, das sind Menschen, die diesen Beruf einfach mit einer gewissen Leidenschaft machen. Und hatten irgendwie 50 Mailadressen am Ende zusammen und haben dann so eine E-Mail ins Blaue geschrieben, so von wegen so, hey, wir müssen irgendwas tun. Wir wissen noch nicht genau was, aber es wäre schön, wenn so viele Leute wie möglich mit an Bord sind, dass man irgendwie Ideen sammelt. Und genau, das ist dann mit der Zeit immer ein bisschen kleiner geworden, dieser Kreis an Menschen, die sich aktiv beteiligen, was aber auch total in Ordnung ist, weil wir natürlich alle irgendwie im besten Falle 40 Stunden arbeiten nebenher. Genau, und... Gut, nur die Analyse 21, warum so wenig Bewerbung bekommen hat, würde ich jetzt mal aus dem Arm so schütteln, war natürlich stark Corona-bedingt, weil Servicekräfte nicht arbeiten konnten, haben sich anders orientiert in Berufen, wo es dann auch streckenweise deutlich mehr Geld gab, ohne Trinkgeld, das zu bewerten. Gleichzeitig wahrscheinlich die Arbeitszeiten besser gewesen sind. Bessere Perspektiven. Bessere Perspektiven. Und dadurch ist so ein bisschen so ein Ausbluten der gastronomischen Mitarbeiter gekommen. Aber wie ist der Status quo heute? Also ist es immer noch Corona-bedingt? Also euer Anliegen ist ja wieder, so wie ich es verstanden habe,
Service wieder attraktiv ins Blickfeld zu holen und wieder attraktiv zu gestalten oder zumindest mal erkennbar zu machen, sichtbar zu machen. Ne? Wie ist der Status quo heute? Also der Status quo ist unverändert heute. Also wir waren jetzt Anfang der Woche in der Berufsschule in Frankfurt und haben uns dort mit der Fachbereichsleiterin für Gastronomie ausgetauscht, beziehungsweise auch einfach mit den Auszubildenden dort. Und es wird einfach, die Klassen werden immer leerer. Und was ja eigentlich quasi so der Urstein des Problems ist, dass quasi einfach kein Nachwuchs mehr nachkommt. Dann sind natürlich auch die Kollegen und Kolleginnen, die die Branche verlassen haben, die auch nicht mehr nachkommen. Also der Markt ist weiterhin grausig, schrecklich. Also da sieht es nicht nach Corona jetzt so aus, als wären jetzt alle zurückgekommen und sagen, dass sie wieder Lust haben. Ja, also das ist die bisschen die Analyse, die wir jetzt gerade gemacht haben. Und da würde ich ganz gerne einsteigen. Nämlich in der Thematik Wertschätzung des Berufes. Wie habt ihr beobachtet, ist die Wertschätzung aktuell heute in eurem Beruf? Um vielleicht eine Sichtbarkeit des Berufes draußen zu machen und vielleicht sogar den oder diejenige zu inspirieren, zu sagen, Mensch, ist ja eigentlich vielleicht ein ganz geiler Job, der da ansteht. Okay? Also, was ist gerade die Wertschätzung, wie nehmt ihr die heute wahr bei euch als Servicekraft? Ich glaube, dass man so ein bisschen sich für den richtigen Betrieb entscheiden muss oder den richtigen Betrieb finden muss. Das dauert halt manchmal einfach ein bisschen länger, wenn man so nach der Ausbildung vielleicht so ein paar Restaurants abtingelt. Ich denke aber, dass es ganz tolle Läden und Restaurants gibt, wo eine gewisse Wertschätzung stattfindet, vor allem durch den Inhaber, durch denjenigen, der dir deinen Lohn am Ende bezahlt. Und natürlich auch, je nachdem, was es für ein Restaurant ist, funktioniert natürlich mit dem Produkt, was man dem Gast anbietet, auch die Wertschätzung vom Gast gegenüber mal besser und mal schlechter. Ich finde aber auch, mir geht das selber so, dass relativ häufig nur gesehen wird, dass das Essen gut schmeckt oder dass der Sommelier einen guten Job gemacht hat oder richtig viel zu tun hat. Aber dass natürlich auch in so einem Serviceteam der junge Kellner, der die Gläser poliert oder die junge Kollegin im Service vielleicht den ganzen Nachmittag die Servietten gebrochen hat oder dass die Restaurantleitung sich darum gekümmert hat, dass du überhaupt diesen Platz hier bekommen hast. Und das ist was mehr gesehen werden sollte, was natürlich auch schwieriger ist, weil es natürlich nicht so offensichtlich ist wie der Sommelier, der den Wein einschenkt und der Koch, der den Kochlöffel schwingt. Genau, also sowas so ein bisschen im übertragenen Sinne, wenn man den Gast fragt, das Essen war super, bestellen Sie der Küche schönen Gruß, dass das Essen gut geschmeckt hat, aber irgendwo, man kriegt nicht den Respekt für den schönen Abend, den man praktisch, das Essen wird ja emotional eingepackt, sage ich jetzt mal. Genau, man bringt ja nicht nur einen Teller von A nach B, sondern man bringt ja damit auch eine gewisse Präsentation und eine gewisse Wertschätzung auch mit an den Gast, wie man den macht. Hat sich in den letzten 10 Jahren aus deiner Sicht, obwohl du sehr jung bist, vielleicht hast du den Vergleich nicht, aber in der Dienstleistungsservice was verändert? War der Kellner, Kellnerin vor 10 Jahren eine andere Person, als sie es heute ist? Also tatsächlich habe ich vor 11 Jahren meine Ausbildung angefangen und kann quasi so aus der Azubi-Sicht bis zur Festangestellten-Sicht so ein bisschen sprechen. Ich finde schon, dass sich irgendwo ein bisschen was verändert hat, dadurch, dass einfach so ein Zeitenwandel auch irgendwo stattfindet. Also man merkt einfach, dass die Kellner und Kellnerinnen einfach nicht mehr die Diener in dem Sinne sind, dass der Gast es irgendwo auch schon ein bisschen mehr wertschätzt, wie Juliana aber einfach auch schon gesagt hat. Das kommt natürlich auch einfach auf das Gästeklientel und den dazugehörigen Betrieb irgendwo an. Ich habe aber selbst auch ein bisschen das Gefühl, dass die Mitarbeiter selbst da auch einfach untereinander ein bisschen mehr drauf achten, dass quasi der Kellner selbst da irgendwo ein bisschen mehr Wertschätzung untereinander hat. Also sei es, als ich meine Ausbildung angefangen habe zum Beispiel, waren die Köche diejenigen, die den Service mehr belächelt haben, wo wir dann auch einfach gesagt haben, dann bringt die Teller selber raus, dann geht selber an den Gast, hör dir selber die Beschwerde an, versuch selber den Gast irgendwie davon zu überzeugen, dass das, was wir hier machen, einfach wertvoll und richtig ist. Aber was ich jetzt raushöre bei dir ist ja so ein bisschen, dass die Wertschätzung, die ich jetzt so mitbekomme, erstmal in der Auswahl des Betriebes stattfindet. Und wie funktioniert der Betrieb intern? Ne? Ich rede jetzt noch nicht mal von der Wertschätzung Gast-Servicekraft, sondern wie stellt sich das Team eigentlich zusammen? Ist es hierarchisch aufgebaut oder versteht sich es wirklich als Team? Ne?
Ja, also an sich eigentlich irgendwo so eine Grundhierarchie gibt es immer. Also irgendjemand muss den Hut aufhaben, wie wir immer so schön sagen. Aber dass das Team untereinander sich gegenseitig aber auch unterstützt. Also dass jetzt quasi selbst die Restaurantleitung genauso mit anpackt wie der Kommi, der einfach noch was lernen möchte und man nicht nach unten tritt, sondern sich gegenseitig halt einfach supportet. Aber das ist doch schon eine Frage des Chefs in dem Restaurant, oder? Auf jeden Fall. Das ist dann eine Frage des Leaderships. Ja. Also der Fisch fängt ja immer, wie man so schön sagt, von oben an zu stinken. Genau. Und ich habe ja wirklich jahrelang Gastronomie gemacht, ich hatte nie das Gefühl, dass es bei uns im Betrieb irgendwie so einen Unterschied zwischen Service und Köche gab. Und man hat früher schwarz-weiß gesagt, ne? Also dass es Krach am Pass gab, weil der Service nach 10-mal Klingeln vom Koch das Essen immer noch da stand und dann kalt rausgebracht worden ist. Da hat es ja manchmal gekracht oder zu viel Bons auf einmal durchgeschoben worden sind und der Koch nicht mehr hinterherkam oder so. Es gab mehr so eine Ablaufstress, sage ich mal, aber nicht ein Stress in Form von menschlicher mangelnder Wertschätzung. Oder wie siehst du das? Also es gibt tatsächlich wirklich gruselige Geschichten, was mangelnde Wertschätzung angeht. Kannst du da ein Beispiel nennen für? Ich habe eine Kollegin oder eine Bekannte, die in Italien in einem Restaurant gearbeitet hat, wo die Köche alle Service-Mitarbeiter Maria genannt haben. Egal ob Mann, Frau, egal ob sie Maria hießen oder nicht. Und das finde ich dann schon, das hat nichts mit einem Stress am Pass zu tun, sondern das ist halt wirklich eine absolute Frechheit. Ich selber habe auch in einem Restaurant mal gearbeitet. Das sind natürlich vielleicht nur Hänseleien gewesen oder es war vielleicht auch nur irgendwie spaßig gemeint, aber wenn du dann zum Personalessen einen Stahlschwamm paniert und frittiert bekommen hast und du glaubtest, es wäre eine Boulette, dann finde ich, ist das nicht okay. Und es gab keine Alternative. Ja, ich habe es dann mal gesehen, dass ein Waschlappen paniert worden ist oder so eine Geschichte, die sollen dann lustig gewesen sein. Ja. Das ist richtig, das habe ich auch noch mitbekommen. Ja. Also das gibt's, das wird sicherlich immer weniger, aber das gibt's, glaube ich, denke ich, trotzdem auch immer noch. Diese Themen, die du gerade aufgeschnitten hast, sind diese Unterschiede in der Hierarchie, in der Fein-Dining-Küche größer als in der, sagen wir mal, traditionellen, normalen Gastronomie? Denke ich schon, ja. Weißt du, was ich meine? Dass weil du gerade sagtest, Italien, und ich habe mit der Sophia Rudolph mal gesprochen, die in der französischen Küche groß geworden ist, die hat gesagt, die durften ja gar nicht reden. Streckenweise gab es sogar noch ab und zu körperliche Gewalt innerhalb des Betriebes oder so. Und man hat es ja dann öfter in dieser Fine-Dining-Küche, ne, eigentlich. Ne? Ich glaube schon, dass sowas halt öfter passiert in Betrieben, wo du halt wirklich den Commis-Demi-Chef de Rang oder Commis-Demi-Chef de Cuisine hast, also wo du diese Hierarchien hast mit einem Küchenchef, einem Sous-Chef, Küchendirektor und was es nicht sonst noch alles für Posten sozusagen gibt. Und ich glaube, dass es in Restaurants die diese Hierarchien nicht so extrem haben, natürlich auch dieses nach unten treten nicht so extrem gibt, wie es das vielleicht in einem Fine-Dining-Bereich mit solchen Hierarchien geben kann. Siehst du das auch so? Ich sehe das an sich eigentlich auch so. Also meine Ausbildung habe ich in einem Betrieb gemacht, in einem Hotel in Rheinland-Pfalz, wo es sowohl ein Fine-Dining-Restaurant als auch ein gut bürgerliches Restaurant gab. Ja, ist ja ein schöner Vergleich, ja. Und ich muss sagen, das waren quasi auf zwei Ebenen. Das Fine-Dining-Restaurant war im ersten Stock und die gut bürgerliche Küche war im Erdgeschoss. Und wir haben immer gesagt, auf beiden Ebenen die gleiche Stimmung herrscht. Also dass an sich eigentlich, egal was für eine Hierarchie in den verschiedenen Restaurants quasi unterwegs war, dass die Stimmung da gleich war, aber an sich in dem Restaurant, wo ich vorher gearbeitet habe, was keinen Stern hatte, aber sich eher so mehr Richtung Fine Dining so ausgerichtet hatte, da war es schon eher mehr ein Miteinander auch gewesen. Also okay. Gibt es einen Unterschied zwischen Kellner und Kellnerin? Habt ihr das mitbekommen? Weil ihr gerade zwei Damen vor mir sitzen irgendwie. Du meinst, was solche Reibereien angeht? Genau, also das Necken, Reibereien etc. Ja. Also ich hatte immer das Gefühl, dass man als Kellnerin vielleicht doch nochmal, je nachdem, wie man sich auch mit den Kollegen in der Küche auch verstanden hat, vielleicht nochmal es ein bisschen leichter hatte, weil man einen halt vielleicht mochte oder so. Ne? Und dass so eine Reibereien vielleicht zwischen dem Koch und dem Kellner auch eher mal da waren. Ich glaube aber auch auf der anderen Seite, dass man als Kellnerin auch ganz oft so ein bisschen das Frischfleisch ist, ne? Also das kann auch mal in eine komische Richtung gehen. Ja, verstehe. Ja. Ja.
Auf jeden Fall. Kann ich eins zu eins zustimmen. Ich finde aber selbst aber auch im Team untereinander, also sowohl, also wenn jetzt gerade Kellner und Kellnerinnen zusammenarbeiten, würde ich jetzt mal nicht sagen, dass es da große Reibereien irgendwie geben würde, also aus meiner Erfahrung. Also ich habe auf jeden Fall noch nichts anderweitiges mitgekriegt, dass man da irgendwie eine Rivalität oder sonst irgendwas miteinander stand. Okay. Lass uns mal, das haben wir jetzt so das Interne so ein bisschen abgesprochen, die Erfahrung habe ich so, wie ihr das jetzt gesagt habt, auch wahrgenommen, wobei das öfters auch so individueller Umgang ist. Ne? Also das kommt auf den Betrieb drauf an, wie geht man damit um, ist es wirklich dramatisch, manchmal muss man halt auch einen Spruch raushauen, ne? Also sofort als Frau, um die Jungs oder einen Koch oder wen auch immer wieder einzunorden. Schwierig wird's, wenn du ein Arschloch als Chef hast, sage ich mal, dann bleibt halt nur oft das Thema, den Betrieb zu wechseln. Weil den Chef in seiner Einstellung zu ändern, ist dann halt oft dann wirklich schwierig. Wie sieht's denn aus? Warum hat der Beruf, der Job des Kellners eigentlich so einen schlechten Stand in der deutschen Gesellschaft, würde ich sagen? Ich würde mit Frankreich, Italien, Österreich, würde ich sagen, ist wahrscheinlich sogar ein anderer Stellenwert anzusiedeln, ne? Ich glaube, dass halt viele Kellnern, während sie irgendwie studieren oder keine Ahnung, als Ferienjob oder wie auch immer, und ich glaube, dass ganz viele Menschen denken, das kann ja jeder, und deswegen fehlt da so ein kleines bisschen, also ja klar, einen Teller rausbringen, das kann sicherlich jeder, das kann man auch lernen, 3 Teller zu tragen, 4 Teller zu tragen oder wie auch immer. Aber dass es natürlich auch darum geht, dass man einen Gast abholt oder dass man den Gast mit auf die Reise nimmt durch den Abend, dass man so ein bisschen die Regie führt, dass man vielleicht auch mal über seinen eigenen Tellerrand hinausschaut, um vielleicht dem Gast auch nochmal so das gewisse Extra für so einen Abend auch zu geben, das gewisse Gefühl. Und ich denke, das muss man halt einfach mitbringen auf eine gewisse Art und Weise. Das kann man sicherlich dann auch so ein bisschen ausbauen oder besser drin werden, weil man einfach Erfahrungen sammelt oder weiß, dass der eine Spruch besonders gut ankommt oder wie auch immer. Aber das sind Sachen, dann braucht man eine Passion und eine Leidenschaft dafür. Und das ist ein großer Unterschied, ob man so arbeitet mit Passion, mit Leidenschaft oder ob man halt wirklich einfach nur so nebenbei sich ein bisschen Geld dazu verdient. Genau, jetzt bist du schon bei der Berufsbeschreibung drin, mittendrin. Ich merke das, dass du da voll emotional drin bist. Aber hat sich denn aus deiner Sicht der Umgang vom Gast zum Service in den letzten 10 Jahren verändert? Also ich könnte dir 1000 Beispiele geben, wo die Gäste einfach ihre Laune rausgelebt haben. Ja. Mhm. Also wirklich, wo ich streckenweise als Chef echt dazwischen gehen musste oder mal hinten in die Küche und wirklich einmal mit der Faust gegen die Wand gehauen habe, weil man es dann schlucken musste. Das ist dann so eine Erfahrungswerte des Lebens, die ich dann irgendwann so mitgenommen habe, das nicht persönlich zu nehmen. Hat sich da was verändert im Blick vom Gast auf die Servicekraft? In den letzten 10 Jahren würde ich jetzt sagen, nicht. Also, dass sich da irgendwie groß was verändert hat, sondern dass es irgendwo gleich geblieben ist. Genau das, was du gesagt hast, man sich einfach irgendwie ein dickeres Fell zulegt und es einfach ein bisschen besser wegstecken kann, beziehungsweise auch einfach souveräner abmoderieren kann oder den Gast halt einfach dann quasi mit versucht, auf lustige Art und Weise ihm so ein bisschen die schlechte Laune zu nehmen. Aber an sich eigentlich, was du Juliane vorher auch noch gefragt hast, was Juliane gerade erklärt hat, finde ich, sind so diese unsichtbaren Eigenschaften, die unser Beruf irgendwo einfach hat und warum der Stellenwert in Deutschland im Vergleich jetzt zu Italien oder Frankreich da irgendwo anders ist, ist, dass ich das Gefühl habe, dass in Italien und Frankreich dieser Job oder diese unsichtbaren Tätigkeiten irgendwo mehr gewertschätzt und gesehen werden und mitgedacht werden. Und das vielleicht bei uns einfach noch nicht so angekommen ist. Also dass deswegen vielleicht einfach die Wertschätzung da noch nicht da ist. Weil oftmals bekommt man zurückgesagt, ach, das habe ich auch schon gemacht. Ich weiß ganz genau, wie du dich fühlst oder wie dein Job gerade ist. Ja, ja. Aber es gibt ja so den Spruch, kennst du das, wenn du zum Italiener gesagt hast, die Italiener haben es im Blut. Das ist es dann auch so, komischerweise. Ne? Die haben so einen lockeren Umgang, der so aus der Hüfte kommt, so hat man das Gefühl. Bediener klopfen einen auf der Schulter, machen und alle finden es toll mit den italienischen Aktionen. Aber irgendwo hat es eine Zeit lang, wenn man dann so in deutschen Restaurants gewesen ist, kam öfters so eine gewisse Anstrengung darüber, oder? Siehst du das? Ja, das kann ich, glaube ich, ganz gut bestätigen, würde ich sagen. Man hat halt oft das Gefühl, dass man als Gast zu viel ist vielleicht oder dass der Kellner genervt ist. Aber das ist vielleicht dann auch die Situation, wo
wo man in einem Restaurant ist, wo es halt wirklich vielleicht auch nur der Nebenjob ist und halt nicht diese Passion dahinter ist. Und ich glaube, dass man halt auch als Inhaber oder als Betreiber von einem Restaurant oder als Restaurantleitung, die vielleicht auch verantwortlich ist, Leute einzustellen, einfach da schauen muss, dass es die richtigen Leute sind. Und damit meine ich nicht, dass man nur gelerntes Personal einstellt, sondern dass man da auch einfach schaut, miteinander spricht und daran arbeitet, dass die Menschen auch von einem selber was lernen können oder lernen können, wie man das, ne, mit einem gewissen Umgang dem Gast gegenüber. Aber halt du hast jetzt gesagt, ne, vorhin, dass du dann eine Ausbildung gemacht hast, richtig? So, lernt man denn in der Ausbildung sowas wie Sozialkompetenz? Ich kann mich nicht wirklich daran erinnern, das wirklich gelernt zu haben. Ich glaube, aber ist es nicht die Kernkompetenz einer Servicekraft, Sozialkompetenz? Ja. Die große Frage ist aber auch, kann man das richtig gut beibringen? Gute Frage. Und vielleicht so ein kleiner Ausflug in meine Vergangenheit und in mein Studium. Ich habe tatsächlich angefangen, damals Lehramt für Grundschule zu studieren und bin davon ausgegangen, dass das halt auch eigentlich ein Beruf ist, wo man ja mit Kindern oder an Menschen zu tun hat und eigentlich viel darüber lernen sollte, wie man damit umgeht oder wie man mit den Kindern umgeht. Und das war ein sehr, sehr trockenes Studium, weil ich halt im Prinzip Germanistik und Anglistik studiert habe, aber nichts von dieser Sozialkompetenz so wirklich mitbekommen habe. Und ich denke, dass das einfach im Allgemeinen was ist, was wahrscheinlich einfach schwierig ist, wirklich als Unterrichtsfach oder wie auch immer zu übermitteln. Aber ich denke, man kann halt auch die richtigen Leute für sowas finden. Heißt es, wer mit Kindern umgehen kann, kann mit Gästen umgehen? Ich glaube schon, ja. Ist das so? Also ist das eine Frage des Einfühlens oder ist es eine Frage der sowas wie Achtsamkeit irgendwie oder so. Weißt du, was ich meine? So Achtsamkeit in Form von sensibel zu sein für die Dinge. Ich habe immer früher so, ich hatte den Kernsatz immer als Servicekraft, ihr wollt ein Liebeslied, dann kriegt ihr ein Liebeslied. Ja, das ist dann nicht authentisch übrigens, ne? Weil ich komme jetzt mal zu deinem Thema zurück, weil du meintest mal authentisch oder Professionalität. Und ich war nicht immer authentisch, als ich Service gehabt habe. Kannst du authentisch und gleichzeitig professionell sein? Das ist, was so ein bisschen die Passion auch einfach anbetrifft. Also entweder oder konntest du, weil du jetzt ja nicht mehr Service machst. Genau. Ja. An sich eigentlich ist es so ein Zusammenspiel. Also irgendwo bin ich trotzdem authentisch, wenn ich mich mit dem Laden oder mit dem Restaurant, wofür ich arbeite oder wo ich einfach gerade tätig bin, identifizieren kann. Genau. Das ist authentisch für dich, ja? Wenn ich diesen Service, den dieser Laden, was dieses Ambiente mit, also im Endeffekt hat der Gast ja, wenn er in das Restaurant kommt, er geht ja wie so eine Reise eigentlich, wo der Service einfach ein großer Teil zu mitspielt. Und deswegen ist es für mich authentisch, wenn mein Service, den ich mache, authentisch zu diesem Laden passt. Und da bin ich auch, also es spielt so ein bisschen einher, die Professionalität und ist die Authentik. Ist es nicht mehr sowas wie eine Attitüde, eine Einstellung statt authentisch? Ich will's noch mal, ich will nicht drauf rumhacken jetzt irgendwie. Ich will's nur mal noch einmal verstehen, weil wenn ich eine Einstellung zum bestimmten Laden habe und mir dann irgendwie auch meine manchmal hat man ja, heute arbeitet man ja meistens in Zivil, aber früher hat man dann noch eine Schürze gehabt oder so und bindet die sich um. Und jetzt trage ich praktisch die Attitüde des Ladens. Also ich probiere das mal so zu sagen, wenn ich im Fine Dining Restaurant Service mache, bei ein oder zwei, drei Sterne Restaurant, heißt ja nicht, dass ich zu Hause unbedingt immer Fine Dining esse, sondern kann ich auch mal keine Ahnung, irgendwie rustikale Essen oder sowas, sowas in der Art. Aber ich glaube, dass ich verliere mich gerade darin, weil was ich nochmal gerne wissen wollte, ist ja, wie geht man dann mit echt schwierigen Gästen um? Also du wirst ja beispielsweise auch schon Erfahrungen gemacht haben. Ich glaube, es gibt eine Statistik, dass von 100 Beschwerden 80 nicht richtig sind. Also nicht richtig in Form von, halbe Stunde auf mein Essen, aber er wartet nur 10 Minuten. So. Und gibt mal einen Tipp als Profi, wie geht man damit um? Also was wir zum Beispiel machen bei uns im Restaurant, wir fragen nicht, ob es dem Gast geschmeckt hat. Ja. Weil erstens fragen wir das dann rein theoretisch 10 Mal. Und ja, das habe ich auch immer verboten bei mir. Das ist unfassbar langweilig. Wir sind nämlich davon ausgegangen, dass es immer genau, gut schmeckt. Der Gast, der gibt dir schon sein Feedback, was er dir geben möchte. Und du musst halt damit rechnen, wenn du danach fragst, ob es geschmeckt hat, dass er dann halt loslegt. Was fragt ihr? Wir fragen gar nichts. Also wir nehmen
wir nehmen die Teller mit und dann kriegt man ja auch irgendwie so ein Gefühl dafür, ob der Gast was sagen möchte oder nicht. Und dann, ne, dann sagt er uns vielleicht, dass es richtig gut geschmeckt hat. Was wir machen, ist es, wenn das Stück Fleisch liegen geblieben ist, versuchen wir meistens den Küchenchef oder denjenigen, der an dem Abend halt in der Küche den Hut auf hat, zum Gast zu schicken, weil er natürlich oder sie die Person ist, die das zubereitet hat und die dann auch ein bisschen einschätzen kann. Aber warte mal, jetzt ist der Teller halb voll noch. Ja. Und du räumst den ab. Ich räume den nicht ab, ich lasse den stehen und sage der Küche Bescheid, die bei uns natürlich im Restaurant... Der ist aber jetzt nicht mehr. Der, jetzt. Genau. Man nimmt schon wahr, dass der fertig genau, ist, warum ne? auch immer. Genau, okay. Manchmal weißt du ja, ne, der ist extrem langsam oder so, unterhält sich die ganze Zeit. Du kannst aber jetzt nicht in der Küche sagen, wenn er gerade bei anderen Essen beschäftigt ist, geh mal raus und frag mal oder so. Das macht ihr denn schon bei euch also jetzt, ja? Bei uns im Restaurant ist es ja so, dass die Küche im Gastraum integriert ist. Das ja. heißt, die Küche hat natürlich auch eine Möglichkeit, das zu sehen. Die Wege sind natürlich viel, viel kürzer. Wir haben auch so viele Leute in der Küche, dass man das, wenn man halt gerade auch mal einen dann auch hinschicken kann. Ja. Und wie gesagt, meistens schicken wir den Küchenchef oder den Souschef dann zu diesem Tisch hin, weil, wie gesagt, die Reaktion von demjenigen, der es zubereitet hat, natürlich eine andere ist als von mir, die das Essen nicht zubereitet hat. Und der Koch kann dann in dem Moment auch entscheiden, wie man reagiert, ob man das Fleisch zurücknimmt und nochmal neu brät oder ob man einen alternativen Gang anbietet, weil man dadurch halt auch herausfindet, was dem Gast eigentlich an diesem Gericht vielleicht auch gefehlt hat. Ja, manchmal sagt der Gast, aber es hat einfach nur scheiße geschmeckt. Obwohl das, wo ich dann immer sage als Gastronom, ja, hast du bestimmt noch nicht gegessen. Von daher, also es gibt einfach ein Feedback, was manchmal ja. so unterirdisch radikal ist. Da muss ich auch mal mit meinen Servicekräften reden, wenn der Gast sich beschwert, das Essen ist schlecht, dann meinen die nicht dich, ne? Weil ja. dann öfters eine Erklärung oder eine Abwehrhaltung kommt. Aber worauf ich hinaus wollte, was, ja? was eigentlich der Schlüssel ist und was fast immer funktioniert, ist, was kann ich tun, damit es ihnen besser geht oder was kann ich tun, damit sie wieder zufrieden sind. Ja. Und dann hat man den Gast meistens an dem Punkt, dass er vielleicht sagt so, nichts, ich wollte es einfach nur sagen. Oder er sagt, keine Ahnung, dann nimm's von der Rechnung. Aber dann gibt man dem Gast sozusagen nochmal die Möglichkeit zu sagen, was man tun kann, dass es ihm besser geht. Dann gibt man das sozusagen an den Gast zurück. Also es geht dann um, also guck mal, jetzt sind wir schon wieder bei Wertschätzung. Also die erste Wertschätzung geht davon los, den Gast zu wertschätzen, dass er sagt, ihm hat es nicht gefallen, warum auch immer. Ja, das kann man ja sagen, weil der Tag schlecht ist oder so. Und wenn das mir passiert wäre, so an Ihrer Stelle, würde ich vielleicht genauso reagieren. Und was können wir jetzt tun, damit es Ihnen dann wieder besser geht? So was in der Art. Ne? Mhm. Okay. So sollte eigentlich dann Service... Wir können natürlich irgendwas vorschlagen, aber es kann ja sein, dass das Kind in den Brunnen gefallen ist und wir vorschlagen können, was wir wollen. Oder unsere Vorschläge sind nicht die richtigen. Und wenn ja. man den Gast fragt, dann kann er... Kann er weißt genau du, was sagen, schlechter was Service? Wir müssen mal das Gegenbeispiel bringen. Das schlechter Service kannst du aber sagen, wenn du dann irgendwie unaufmerksam des Abends beobachtet worden bist, etc., warum auch immer, und dann kommt die Rechnung und dann wird dir gefragt, ja, wollen Sie einen Espresso haben? Irgendwie so, das ist denn so, das war früher immer so üblich. Oder willst du einen Grappa oder willst du einen Schnaps haben? Ja. So nach dem Motto, trink einen Schnaps und halt die Schnauze. Ist das dann immer so ein bisschen, ja? Das war, was ist für dich guter Service? Für mich ist guter Service, dass ich im Endeffekt quasi einen Abend in einem Restaurant verbringe, ohne dass ich eigentlich sagen muss, was ich gerade irgendwie erwarte. Also im Endeffekt ist für mich ein guter Service, wenn der Service mich abholt, egal was für eine Stimmung ich habe, und mich durch den ganzen Abend einfach mitträgt und begleitet und auch im Endeffekt aufmerksam ist, sieht, dass mein Glas auch leer ist, sieht, ob ich irgendwie fragend mein Essen angucke, weil ich was vielleicht nicht verstehe. Ja, einfach diese Aufmerksamkeit irgendwo auch eine Erwartungshaltung, die ich in mir habe, die der Service quasi einfach sieht auch. Oder dieses, natürlich muss man selbst auch mit der Körpersprache natürlich auch mithelfen. Also wenn ich mit verschränkten Armen im Restaurant sitze und den Service nicht an mich ranlasse, bin ich selber schuld. Aber wenn ich offen dafür bin und Okay, also das heißt, ja, eine Aufmerksamkeit über das Gesprochene hinaus genau, sozusagen. Ja. Ich habe ja mal festgestellt, in meinem Restaurant damals, im Restaurant Nu, dass wenn wir gastronomische Gäste hatten, dass die öfter mit die schwierigsten Gäste gewesen sind. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Könnt ihr das auch bestätigen? Ja. Also das dann irgendwie, mein Gott, ihr seid aus dem Job, habt da mal ein Verständnis etc., dass es oft dementsprechend nicht so gewesen ist. Ja, Service, Wertschätzung, deutsches Thema?
Ich glaube schon. Ich glaube, dass Gastronomie in anderen Ländern, also vor allem zum Beispiel in Frankreich, einfach einen viel höheren Stellenwert hat. Da geht man einfach in der Mittagspause vielleicht auch schon irgendwie einen Stern essen oder geht halt wirklich was Gutes essen. Ich glaube auch, dass Deutschland ein Land ist, was im Allgemeinen gerne spart oder zumindest beim Essen spart und schaut, wo man vielleicht irgendwelche Sonderangebote schießen kann, wenn man einkaufen geht auch schon. Und ich glaube, dass die Wertschätzung hier einfach auch für das Produkt nicht so groß ist, ne? Und da gehört dann natürlich so ein Rattenschwanz mit dazu. Das heißt, wenn man gute Produkte einkauft und verarbeitet, dann wird das Ganze natürlich teurer. Und das ist in Deutschland einfach, glaube ich, was sehr, sehr schwierig ist, umzusetzen oder das Verständnis bei den Gästen. Ich glaube, das hat sich langsam in den letzten zwei, drei Jahren zumindest in Berlin ganz deutlich verändert. Ja, ja. Dass, weil Essen, Gastronomie, Bars, auch die Clublandschaft eher mehr auch nach Corona-Zeit als kulturelles Ereignis wahrgenommen wird, also als kulturelles Ereignis und nicht mehr als reine Nahrungsaufnahme. Ja, also das finde ich, das hat sich auch so ein bisschen herauskristallisiert. Wie schafft man es eigentlich, Proud to Kellner? Das heißt ja so ein bisschen übertragen, ihr wollt ja auf Augenhöhe und gleichzeitig Dienstleister sein. Ja, muss sich der Gast verändern? Müssen die Servicekräfte sich verändern? Was ist euer wirkliches tiefes Anliegen nach draußen, wenn ihr jetzt hier vor mir sitzt? Wer will antworten? Ich glaube, ich würde mal anfangen. Ja. Juliane kann dann sehr gerne ergänzen. Unser tiefes Anliegen an sich, man soll ja immer groß denken und groß träumen vor allem auch. Unser Anliegen ist es, die Wertschätzung bzw. die Sichtbarkeit des Berufes in der Gesellschaft und in der Branche selbst einfach zu erhöhen. Dass man einfach quasi sieht, dass wir da sind und dass wir wichtig sind und dass wir, wenn wir nicht da sind, es auch einfach die Gastronomie nicht mehr so gibt, wie es sie gibt. Ja. Also ich kann dem allen zustimmen, was Angelina gesagt hat. Ich finde halt auch, dass es sicherlich einfacher ist, als Koch eine Bühne zu haben, weil man natürlich was macht, was sichtbar ist. Man macht einen schönen Teller oder man kocht ein leckeres Essen. Es gibt Fernsehshows und Fernsehköche. Und das ist natürlich eine Bühne, die für uns wahrscheinlich einfach schwierig ist, die zu betreten, weil man das, was wir tun, nicht so visuell einfach übertragen kann. Und deswegen ist es, glaube ich, einfach sehr, sehr schwierig, da wirklich auch ein gutes Medium zu finden. Und denke, dass halt gerade das drüber sprechen vielleicht einfach eine Sache ist, wo man auch Emotionen rüberbringen kann. Und denke einfach, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass die Menschen merken, dass es ohne uns nicht geht. Du arbeitest nun im Fine-Dining-Restaurant in Nobelhart und Schmutzig. Da ist ja, wenn der Gast kommt, öfters hat er eine andere Einstellung, als wenn er, ich sag's mal, immer ein Normal-Restaurant im alltäglichen Business irgendwie unterwegs ist, wo es halt keine Sterne gibt irgendwie. Findest du, ist es auch von euch ein Anliegen, dass sich die Einstellung des Gastes gegenüber der Restaurantvielfalt und gerade dem Beruf des Kellners ändern sollte oder sichtbarer werden sollte? Also ich glaube schon, dass es natürlich in dieser Gastronomie-Bubble, in der ich bin, wo es einfacher ist, Sichtbarkeit zu bekommen oder auch die Wertschätzung zu bekommen. Finde aber auch nichtsdestotrotz, also was ich mache und mir sehr zu Herzen nehme, ist, wenn ich irgendwo bin und wenn es nur so ein kleines Café ist und ich finde denjenigen, der mir den Kaffee gebracht hat, einfach wirklich einen tollen Menschen, ich gebe das weiter und ich sage das den Leuten. Und ich glaube, dass das was ist, was man im Allgemeinen auch in dieser Zeit in der Gesellschaft viel öfter machen sollte. Den anderen Menschen sagen, dass sie irgendwas gut machen und dass man sie toll findet in dem, was sie tun. Das ist das was Schönes, was du sagst. Das fehlt auch unserer Gesellschaft, weil wir gerade so sehr keifend sind. Ja. Und wir hatten jahrelang, oft haben Menschen die Einstellung, na, ich habe da bezahlt. Ja. Also ich habe da bezahlt, dann kann ich mich doch benehmen, wie ich will. Ja. Nein, kannst du nicht. Kannst du nicht. Ja. Also wenn du Gäste zu Hause hast, dir, ne, dann können die sich auch nicht benehmen, wie sie wollen, auch wenn sie vielleicht eine Flasche Wein mitgebracht haben und das vielleicht der Eintritt war. Ne? Genau, das der Eintritt war. Und diese Einstellung, die habe ich relativ nicht häufig, aber ich glaube, das hat sich auch ein bisschen gedreht nach dem Motto, das Schlimmste, was es gibt, ist das berühmte Schnippen nochmal am Tisch. Also für Service könnte ich gleich die Hand abhacken, sowas. Oder winken oder machen etc. Und ich als Gast habe öfters die Feststellung gemacht, wenn ich es will, es gibt nicht nur schlechte Gäste, so wie es auch nicht nur gute Kellner und Kellnerinnen gibt. In eurer Berufsgruppe gibt es auch ganz schöne Ausrutscher. Ja, das muss man auch mal deutlich sagen. Aber wenn ich als Gast
es wollte, einen schönen Abend zu haben, dann war jeder Kellner zu mir freundlich, weil das dann auch öfters wirklich, ich habe Verständnis, haben gerade Stress etc. und so weiter. Wie gehst du mit Stress und Aufmerksamkeit um? Also Stress auf der einen Seite und den Anspruch, aufmerksam zu sein. Jetzt wollen wir mal ein paar Tipps für unsere Servicekräfte draußen haben. Oh, das ist eine sehr schwierige Frage. Also natürlich ist es irgendwo, Übung macht den Meister oder die Meisterin in dem Fall. Natürlich. Stress ist irgendwo im Endeffekt, würde ich sagen, in dem Sinne, dass irgendwo an einem anderen Punkt was falsch gelaufen ist und man da dann eigentlich schon irgendwo hinterherhängt. Also wenn man irgendwo im Stress selbst ist, dann lag das meistens immer daran, dass wir uns nicht gut vorbereitet hatten oder dass jemand krank war. Nö, jetzt sage ich mal, am Montag ist nicht so viel los. Man hat nur 2 Servicekräfte eingestellt, weil man dachte, der Laden ist nur halb voll. Pups, geht die Tür auf, der Laden ist voll, aber nur 2 Servicekräfte sind da. Da konntest du dich nicht vorbereiten drauf, du wirst einfach überrannt. Peng. Ja. Ja. Ich muss gerade wirklich überlegen, was man da dann im Endeffekt, weil im Endeffekt ist man ist nicht aufmerksam im Gott. Jetzt bin ich raus gerade. Aber ich frage dich warum, weil das wird oft als der schlechteste. Schlechter Service fängt oft mit Stress an. Ja, auf jeden Fall. Ich bin im Restaurant, bezahle, du kannst gleich dazwischen kriechen. Ich bin im Restaurant, sitze, bezahle. Der Laden ist brechend voll. Mhm. Es gibt nur 3 Kellner. Die meisten Gäste interessiert's nicht, dass du im Stress bist. Die sagen, ich sitze hier und bezahle. Ja. Dann, also wie gehst du denn mit Stresssituationen so um? Ich sag dir mal, wie ich es meinen Servicekräften damals gemacht habe. Nicht jetzt, aber ich frage dich als Erstes. Das ist auch wieder ein Punkt, den wir schon ganz am Anfang hatten, als es die Frage gab, guter Service oder volles Restaurant. Ja, genau. Und da habe ich ja gesagt, guter Service funktioniert besser, wenn das Restaurant voll ist, weil man konzentrierter ist. Und ich finde, es gibt 2 Arten von Stress. Und zwar den einen Stress einfach, wenn die Hütte voll ist und man einfach funktioniert oder reagiert oder einfach mit dem Kopf ganz doll bei der Sache dabei ist und dadurch dann einfach das flutscht und man fällt vielleicht abends richtig tot ins Bett, weil man auch richtig gemerkt hat, man ist nicht nur kilometerweit gelaufen, sondern man hat halt auch irgendwie, keine Ahnung, wahnsinnig viel gedacht und überlegt und geschaut, dass alles passt. Und dann gibt's natürlich nochmal wenn der Laden leer ist, dann ist man schnell auch mal unkonzentriert oder quatscht mit den Kollegen oder denkt so, ach ja, da vorne, das läuft. Klassiker, man kommt in den Laden, 3 Kellner stehen genau, und quatschen miteinander. Genau, ne? Danke, schön, dass ich hier sein darf. Genau. Oder du denkst dann irgendwann so, wo sind denn alle, weil alle in der Küche hinten stehen und quatschen und du denkst so, ey, also wir haben zwar nur 5 Tische, aber ich kann die nicht alleine machen, ne? Und der andere Stress, den es sicherlich auch geben kann, ist aber was, wo ich halt auch denke, dass man einfach schauen muss, gerade wenn man diejenige ist, die die Führungsposition auch einnimmt, ist, dass man versucht, diesen Stress in sich zu behalten und nicht an das Team weiterzugeben, damit nicht alle anderen von deinem schlechten Stress vielleicht auch angesteckt werden und somit die Stimmung auch ganz schnell kippen kann. Das ist das, was du gesagt hast, der Fisch fängt von oben an zu stinken. Ja, das muss man aber auch lernen. Ne? Das muss man auf jeden Fall lernen. Es gibt Leute, die sind stressaffin, die fangen dann an, ruhiger zu werden. Also wenn du zum Beispiel tauchst und eine Situation auftritt, geraten viele Leute schnell in Panik und andere Leute werden ruhiger, weil die sagen, ich probiere so den Überblick zu haben. Hm. Ich für mich, und da spreche ich dich auch nochmal an, habe in meiner gastronomischen Laufbahn öfters festgestellt, dass es sowas gibt und das auch nochmal zum Thema Sensibilität und Aufmerksamkeit, dass es sowas gibt wie Wahrheit und Aufrichtigkeit. Ja. Ich habe meinen Servicekräften immer gesagt, wir waren manchmal Overbooking. Ja. Da standen 10 Leute vor der Tür, 3 Kameras, wir waren kein Feind in das Restaurant. Da hat sich gedreht 3-mal am Abend. So, und wenn der Gast dann bestellt und die in der Küche, wie wir das nennen, schon in der Scheiße hingen, weil die Bons da waren, dann habe ich immer zu den Kellnern gesagt, ihr müsst jetzt sagen, wenn sie sich jetzt hinsetzen, dann kann es sein, dass das Essen eine Dreiviertelstunde bis eine Stunde dauert. Ja.
Macht ihr das auch so oder würdet ihr das auch so raten? Wie ist da, also was das gleich ja. Kommunizieren, Kommunikation? Ja. Also Kommunikation ja so. Finde ich da auf jeden Fall ganz wichtig. Also da, ich habe in Läden gearbeitet, wo sich nicht der Laden dreimal am Abend gedreht hat, aber selbst da waren wir in Situationen, sei es, dass auch irgendwie dann doch mal was länger gedauert hat oder mal ein Overbooking da war und dann einfach wirklich klar mit dem Gast zu kommunizieren, um da irgendwo auch einfach ehrlich zu sein und den Gast ja nicht ja. hinters Licht führen wollen und nicht sagen wollen, dass man jetzt hier irgendwie ein Laientheater aufführt, um den Gast zu überzeugen, dass bei uns gerade da hinten, sei es in der Küche oder beim Service, gerade irgendwo ein Fehler passiert ist, was schlecht läuft oder wir einfach gerade in der Scheiße hängen, wie du gesagt hast. Ja. Also, dass man da einfach offen und ehrlich rauskommunizieren muss. Weil aber dann ist man mit dem Gast auch einfach ehrlich. Der Gast spürt es, wenn man ehrlich ist. Aber das ist das, übrigens nochmal, ich glaube, die höchsten Unzufriedenheiten bei Gästen sind aus Stresssituationen in einem Restaurant. Es gibt natürlich Unaufmerksamkeiten, schlechte Laune, Gäste etc. Aber wenn die Leute beobachtet, also meine Beobachtung war immer so, wenn wirklich der Laden rappevoll ist und die Kellner im Stress sind oder die Küche nicht hinterherkommt und der Gast fragt, wie lange dauert es denn noch? Ja, kommt gleich, ist so eine Antwort, ja. Eine klassische Antwort von Servicekraft. Gleich ist nämlich eine Zeitspanne zwischen 5 Minuten und einer halben Stunde. Ja? Und dann zu rennen in die Küche und nachzufragen, also weißt du, beispielsweise, jetzt wenn man mit einem guten Service, schlechten Service, man rennt in die Küche, fragt gar nicht, sondern rennt gleich wieder zurück, hab gerade einen Koch gefragt, 10 Minuten ist es da, irgendwas so, das ist so ein bisschen das Spiel damit, was man auch spielen kann. Ja, was ist gut, da hatten wir jetzt abgehakt, was guter Service ist. Gibt es Unterschiede bei den Gästen? Wie findest du? Wie meinst du? Ja, guter Gast, schlechter Gast? Ja, natürlich, auf jeden Fall. Und das liegt manchmal auch gar nicht unbedingt zu 100% an dem Gast, sondern manchmal liegt es auch einfach an der Chemie, die zwischen dem Gast und dem Kellner auch stimmen muss. Und es gibt aber auf jeden Fall sehr gute Gäste und es gibt aber auch wirklich schlechte Gäste. Die sehr guten sind die, die am meisten Trinkgeld geben? Nein, das stimmt nicht. ich finde, die guten Gäste sind die, die einfach auch selber eine gute Stimmung in den Abend mit reinbringen, die wertschätzen, was du tust, die vielleicht auch aufmerksam sind und dazuhören, was du machst, die wiederkommen natürlich, das sind auch die guten Gäste. Ich finde, Gäste, die man schon mal bedient hat, das ist fast immer das Leichteste, weil auch wir dann wissen, was wir von dem Gast erwarten können oder was der Gast gerne trinkt oder wie auch immer. Schreibt ihr euch das auf? Also wenn ihr so Gäste habt, so eine Shortlist von denen, der trinkt immer den Wein oder den Wein? Nee, das kann man Kassensystem merken. Oder ein Kassensystem eingehen. Gibt's nee, also schon ja. So. Wir machen es nicht. KI. Also nee, wir schreiben das nicht auf. Also der Billy und ich, wir sind sehr, sehr gut, uns solche Sachen zu merken und das ja, noch zu wissen. Ja, ja. Macht ihr das hat mich gerade mit Trinkgeld nochmal interessiert. Ich vermute, ihr habt ein Trinksystem bei euch. Findest du es nicht besser, eigentlich ein individuelles Trinkgeld zu haben? Früher war es ja immer so, hat jeder seinen Servicebereich gehabt. Heute ist der Standard eigentlich, jeder deckt alles ab. Aber es ist auch nicht immer eine Bewertung, dass man sagt, wenn ich einen Top-Service mache, kriege ich einfach mehr Trinkgeld als meine Servicekraft. Oder sprengt es den Teamgedanken? Ich finde, es sprengt den Teamgedanken. Also ja. Das war für mich schon immer wichtig, dass es einfach einen Pott gibt, weil mein Service kann nur so gut sein, wie mich meine Kollegen irgendwo auch auffangen, weil auch alle meine Kollegen in meiner Station Essen rausbringen, genauso an meinen Gästen auch irgendwo dran sind und deshalb auch einfach jeder das Trinkgeld verdient hat. Also sei es der Service, sei es die Küche oder sei es auch die Spülkraft. Also ja. Jeder komplett. Also wo es tippt nur noch für eine Person, es wird wahrscheinlich heute nur noch in Ausflugslokalen gemacht. Beziehungsweise wenn du halt wirklich Restaurants hast, wo du halt auf deinen eigenen Geldbeutel arbeitest und deine feste Station hast, dann macht das vielleicht schon auch irgendwie Sinn in einer gewissen Art und Weise, weiß ich nicht genau. Aber ich denke halt auch, dass es... Das hat sich geändert übrigens, weil wir vorhin die Frage gestellt haben, was hat sich eigentlich geändert? Mhm. Ich kann mich echt noch an Zeiten entsinnen, bis ins Restaurant gekommen, hast den Kellner gewunken und gesagt, sorry, ist nicht meine Station, ist weiterlaufen. Ja. Also das kann ich mich echt noch entsinnen, aber das gibt's jetzt wirklich fast kaum. Ich glaube, das ist so ein regionales Ding auch einfach. Also ich glaube, gerade in Berlin gibt es das einfach. Also jedenfalls, jetzt habe ich das schon sehr lange nicht mehr irgendwie so miterlebt, so wie du gesagt hast, dass man sagt, das ist nicht meine Station. Aber da, wo ich meine Ausbildung gemacht habe, war das gang und gäbe. Also da hatte ich als Azubi auch meinen eigenen Geldbeutel, hatte meine eigene Station. Und da sind auch die Festangestellten an einem vorbeigelaufen, haben gesagt, haha, ich habe heute 50 Euro mehr gemacht als du. Okay. Jetzt nochmal zu dir. Du hast vorhin gesagt, Dudes, ne? Ja. Ja, genau. Ja. Das wollte ich auch nochmal wissen. Ich habe das oft gehabt bei mir im Restaurant, dass meine Servicekräfte auch geduzt haben, manchmal die Gäste auch freundschaftlich an der Schulter gepackt haben oder angesprochen haben.
Und wir hatten bei uns im Restaurant, ja, ich sag's mal so, Professor der Charité, der sonst im weißen Kittel wallend durch die Hallen geflogen ist mit, und alle sind demutsvoll, haben den abgenickt, dann kam der zum Restaurant und die haben den natürlich nicht als Professor der Charité wahrgenommen, sondern als normalen Gast, duzen den. Und dann waren bei mir, ich hatte mein Restaurant in Charlottenburg schon hier und da ein paar Gäste pikiert und meinten irgendwie, ich bin nicht für Sie du, sondern möchte von Sie Ihnen gesiezt werden. So, hast du das erlebt und wie bist du damit umgegangen? Ich habe das auf jeden Fall schon erlebt. Ja. Ich sage, gehört aber auch so irgendwo, natürlich ist es nicht immer schwarz oder weiß, da gehört irgendwo auch so ein gewisses Feingefühl dazu, was man einfach mit der Zeit sich auch einfach aneignet, so Menschen lesen zu können und zu sehen, mit was für einer Ausstrahlung und Attitüde die auch einfach schon das Restaurant betreten. Da sieht man relativ schnell, ob jetzt die Omi von nebenan mit 86 nicht aber von mir... Aber du hast vorhin gesagt, du bist grundsätzlich fürs Duzen. Ja, also deswegen sage ich ja, es gibt nicht immer diese Schwarz oder Weiß in dem Restaurant. Also wenn jetzt Frau Angela Merkel reingekommen wäre, der hätte sie nicht gesagt. Hallo wenn ich, Angela, wenn ich geht's hier? Wenn ich gemerkt hätte, dass sie von ihrer Ausstrahlung das einfach nicht möchte, aber prinzipiell gibt es bei dem Restaurant, wo ich vorher gearbeitet habe, die Regel, dass wir prinzipiell jeden Gast duzen, weil jeder Gast für uns gleich ist. Egal, ob er jetzt Professor der Charité oder der Werksarbeiter. Im Sohaus haben sie damit angefangen, glaube ich mal, als fast, ich weiß nicht ganz, die Eltern haben grundsätzlich ja. Alle geduzt ja. Irgendwie oder so. Es ist irgendwo auch so eine Nahbarkeit, die geschaffen wird, mit der ich mich generell einfach sehr, sehr wohl gefühlt habe oder auch immer noch wohl fühle, dadurch, dass ich mich finde. Es ist halt einfach nicht dieses Herabsetzen irgendwo, dass ich einen Gast auf einen Podest stelle. Es kann aber einfach auch daran liegen, dass ich dann irgendwo auch schon eine andere Generation bin und das vielleicht einfach auch noch so eher mit aufgewachsen bin. Also das auch lernen. Also ich muss wirklich auch sagen, ich kam in das Restaurant Demon, als ich habe vorher im Rheinstoff gearbeitet mit Juliane zusammen und dort haben wir die Gäste sieht. Also dort haben wir auch, also wenn wir mit Gästen freundschaftlich waren. Sie sind auch Vorgaben vom Chef hier gewesen, der wahrscheinlich dann auch, ne, oder? Ich glaube, im Rheinstoff haben wir nicht prinzipiell geduzt oder gesiezt, sondern wenn, keine Ahnung, wenn Angie im Rheinstoff mein Gast gewesen wäre, dann hätte ich sie wahrscheinlich geduzt, weil ich das Gefühl gehabt hätte, wir sind vielleicht gleich alt oder so. Da gab es diese Regel, weil, also ich glaube mich zu erinnern, dass wir da keine strikte Regel hatten. Wobei wir auch den Service dort relativ aufgelockert hatten, als wir da waren. Es war einfach dieses Einfühlen, was wir auch einfach schon hatten, was man irgendwo hatte. Und deswegen war für mich Duzen auch erstmal richtig schwer. Ich musste Duzen richtig lernen. Also man hat gemerkt, dass man am Tisch teilweise richtig geswitcht ist, wo man dann auch erstmal sich so ein bisschen auch wieder reinfühlen musste. Genau. Na, ich kann mich den Sinn, als das Soho-Haus angefangen hat, bin ich öfters da gewesen. Wir hatten als Vorgabe, jeden Gast zu duzen. Und das fand ich manchmal aufgesetzt von den Leuten. Die dann, möchtest du noch einen Ding? Sag ich, ja, ich habe verstanden. Es war dann so überbetont, dass ich sagte, naja, das kommt ja jetzt auch nicht mehr. Und das ist nicht authentisch. Da haben wir es wieder. Okay, da haben wir es wieder. Ja. Wie siehst du das mit Duzen und Siezen? Komplett andere Meinung. Also Angie und ich sind uns selten, sind uns eigentlich immer relativ einig oder zumindest finden wir immer so einen grünen Zweig gemeinsam, aber wir siezen bei uns im Restaurant alle Gäste und das ist zum Beispiel ein Punkt, weil ich zum Beispiel, also ich werde von ganz vielen Gästen trotzdem geduzt, obwohl ich die Gäste sieze und da denke ich mir so, es gibt kein richtiges Einfühlungsvermögen, ob man du oder sie sagen darf, weil der Gast duzt mich die ganze Zeit und ich sieze ihn permanent weiter und er merkt nicht, dass es mir nicht gefällt. Also man schafft dadurch eine gewisse Distanz zum Gast, die, glaube ich, wichtig ist, weil ich glaube, dass man der Kellnerin, die man duzt, auch schneller mal die Hand auf dem Knie haben kann, als die Kellnerin, die mit sie angesprochen wird oder einen mit sie anspricht. Und ich finde, auch wenn ich die Tür aufmache und dann kommt da so, das muss ich jetzt entschuldigend sagen, so ein Anzugträger mit seiner Aktentasche rein und sagt dann, kannst du meine Jacke aufhängen? Dann denke ich mir so, du Arschloch, ich bin hier die Restaurantleiterin, ich kann gerne ihre Jacke aufhängen, aber ne, ich bin hier nicht die kleine Azubine. Und man muss halt dazu sagen, ich bin 36 Jahre alt und ich glaube, dass man mir das nicht sofort ansieht. Und deswegen finde ich es für mich wichtig, dass ich in manchen Situationen einfach gesiezt werde, damit ich nicht das Gefühl habe, dass die Leute mich nicht für voll nehmen. Genau, dann gibt es denn eigentlich gar nicht so die klassische, richtige Regel dafür eigentlich. Das muss man dann abwägen. Ich, aus meiner Sicht, ich würde ganz gerne auch da was dazu sagen, ist, ich habe es auch gemischt gehalten. Mhm. Ne? Also, dass ich geduzt oder gesiezt habe, das kam dann immer auf die Attitüde des Gastes drauf an. Ich habe gemerkt, dass bestimmte Gäste
ich würde jetzt nicht sagen Minderwertigkeitskomplexe, aber einen Auftritt haben wollten. Und der Auftritt war dann immer mit dem Sie verbunden. Und deswegen sage ich immer, ihr wollt ein Liebeslied, dann kriegt ihr ein Liebeslied. Wenn ihr Sieht werden wolltet, dann habe ich halt Sie Sieht. Und dann kam Gäste an, die haben einen Selbstverständlichen in den Arm genommen und hey, wie geht's dir? Und dann warst du halt beim Du. Also das ist so eine Sozialkompetenz, ne? Wie wir richtig sagen, die man wahrscheinlich aus der Lebenserfahrung mitnehmen. Ne? Aber es wäre das auch ein Azubi jetzt beizubringen. Genau, und was ne? halt wenn auch wichtig ist, ist, wenn man halt einfach auch ein größeres Team hat. Also bei uns sind am Abend circa 10 Leute, die im Service beschäftigt sind. Und es bringen die Küche genauso das Essen mit raus oder hebt auch Teller mit aus. Ja. Und du hast halt... Aber wie viele Sitzplätze habt ihr? 43, wenn es perfekt ausgelastet ist. Und dann hast du natürlich den erfahrenen Hasen, der den Service schon mit der Muttermilch aufgesogen hat, weil er in eine Gastronomiefamilie reingeboren wurde. Ja. Oder du hast die junge Kollegin in der Küche, die gerade ihr Studium abgeschlossen hat, 25 Jahre alt ist, eine ganz andere Generation vielleicht dann auch nochmal ist. Und dann kannst du nicht, dann wird der eine Gast von dem einen gesiezt und von dem anderen geduzt. Und ich finde, man hat dadurch einfach auch eine Möglichkeit, einfach eine einheitliche Sprache miteinander zu sprechen. Okay. Bevor wir zum Themenschwerpunkt 2 kommen, nämlich Zukunft der Gastronomie und der Servicekräfte, noch so eine Abschlussfrage. Gib mir mal ein Beispiel, was macht den Beruf schön und was hat ihn ätzend gemacht? Irgendwie. Den Beruf schön macht auf jeden Fall die Erfahrung, die man sammelt, sei es sowohl zwischenmenschlich als auch einfach, was generell das Know-how in der ganzen Branche anbetrifft, beziehungsweise in dem Spektrum Essen und Getränke. Das ist das, was ich finde, nicht vergleichbar ist mit anderen Berufen, was ich bisher irgendwie feststellen konnte. Was den Beruf ätzend macht oder ätzend gemacht hat, ist irgendwo dieses abfällige Verhalten, was wir jetzt schon mehrfach besprochen hatten, was irgendwie von entweder Gastseite, Kollegenseite oder sonst wo ankommt. Dadurch, dass man einfach so eng und im Team zusammenarbeitet, nimmt es einen immer noch mehr mit. Und man hat entweder dieses dicke Fell oder man muss es sich wirklich antrinken. Wie bist du mit Kritik umgegangen? Die unberechtigt gewesen ist. Es gibt persönliche Kritik. Ja. Also wirklich persönliche Kritik. Ich habe Kellnerinnen hinten weinen sehen im Backoffice. Ja. Und hast du einen Tipp für draußen, wie man damit umgeht? Also am Anfang, gerade in der Ausbildung, habe ich sehr oft geweint. Es war sehr oft schwierig, dadurch, dass ich meine Ausbildung auch mit 16 Jahren angefangen habe und da man einfach noch nicht so weit ist, das nicht persönlich zu nehmen. Und irgendwo hat mir geholfen, mit meinen Führungskräften darüber zu sprechen, also gerade in der Entwicklung dann einfach zu gucken, wie andere Leute damit umgehen, zu sehen, dass es einfach einen selbst persönlich nicht betrifft, sondern es geht quasi, entweder hat der Gast selbst gerade ein Problem oder es ist einfach irgendwas, es ist ein Fehler passiert, der menschlich ist, aber das ist drüber sprechen, sich nicht in sich reinfressen und ja, dann nicht aufgeben. Das ist übrigens ein wichtiges Thema, um das nochmal draußen zu sagen, die glücklichsten Berufe in der Welt sind die, wo Feedbackschleifen geschlossen werden. Also Chirurgen zum Beispiel sehen sofort, ob der Job, den sie gerade gemacht haben, nachdem sie den Patienten zugenäht haben, gut oder schlecht gewesen ist. Und Servicekräfte nehmen öfters die negativen Sachen, die sie am Abend erlebt haben, schließen sie nicht ab. Sie nehmen sie in die Bar, wenn sie mit Kollegen saufen gehen, oder sie träumen nachts davon, statt irgendwie das abzuschließen. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, um diesen Tag zu beenden und dann wieder drauf aufzusetzen. Hast du auch was Gutes und ein schlechtes Beispiel? Was würdest du sagen? Also was ich an der Gastronomie gut finde, ist die Herausforderung jeden Tag. Das heißt, dass kein Abend ist wie der andere. Und das finde ich einfach spannend. Das wird dadurch nie langweilig. Oder wenn man Sonntag, Montag zu hatte und Dienstag in den Laden kommt und dann ist der Kühlschrank ausgefallen. Das ist natürlich scheiße, aber es ist natürlich auch irgendwie ein Erfolgserlebnis, wenn man es geregelt bekommen hat, dass alles zum Service wieder läuft. Was an der Gastronomie vielleicht schwierig ist, finde ich, ist das Trinkgeld. Zu niedrig? Nicht zu niedrig, aber ich finde, Trinkgeld sollte ein Nice-to-have und kein Must-to-have sein. Und wir hatten es auch schon ein, zwei Mal, dass Gäste gesagt haben, wir geben heute kein Trinkgeld, das war uns hier zu teuer. Und das finde ich zum Beispiel eine absolute Frechheit von dem Gast an sich, weil du weißt doch vorher, wo du hingehst. Und dass bei uns das Essen und der Wein teuer ist und dass das kein Abend ist, den du mal hier eben so bezahlst. Und dann verstehe ich das nicht, dass wir als Servicemitarbeiter dann davon nicht profitieren können, weil er, der Gast, sich nicht richtig informiert hat vorneweg. Ein Schwank aus der Stube, beziehungsweise ein Schwank aus dem, was ihr gerade macht, welche Nationalitäten geben das Beste und welche die schlechtesten Trinkgeld?
Gibt es da so eine rote Wenn man Farbe? Amerikanern das Kartengerät mit der Prozentoption hinlegt, dann sind die auf jeden Fall die Spitzenreiter. 10, aber auch mal 15, aber auch mal 20%. Ja. Schlechtes Trinkgeld ist relativ häufig, sind das die Italiener, weil die aber selber im eigenen Land diese Trinkgeldkultur nicht haben. Wir haben tatsächlich jetzt mittlerweile ein Kreditkartengerät, mit dem Trinkgeld abgefragt wird, was es uns einfacher macht, weil ich glaube, es gibt ganz viele Menschen, die reisen und die beschäftigen sich nicht mit der Trinkgeldkultur in dem anderen Land. Franzosen, die geben zumindest nicht das beste Trinkgeld, würde ich sagen. Aber relativ häufig, wenn wir dann das Kreditkartengerät dem Gast geben und sagen, das Kreditkartengerät hat jetzt hier die Option oder gibt ihnen die Option, Trinkgeld auf die Karte zu geben, sind manche wirklich überrascht darüber, dass man Trinkgeld geben sollte. Und wir erklären das auch den Gästen, dass wenn man in Deutschland kein Trinkgeld gibt, man eigentlich signalisiert ist, was nicht in Ordnung gewesen ist. Aber ist dann in Frankreich eigentlich genauso, oder? Oder das machen sie doch nur im Ausland, jetzt ohne despektierlich sein zu wollen, oder? Frankreich gibt man da auch irgendwie, also Tip is not a town in China, irgendwie ist ja so ein geflügeltes Wort denn irgendwo. Ja. Ich war lange nicht mehr in Frankreich, um das irgendwie so richtig sagen zu können, wie das da mit dem Trinkgeld ist. Ich glaube, dass es dort in der gehobenen Gastronomie eher noch gang und gäbe ist, als dann in den einfacheren Läden. Aber wie gesagt, da kann ich jetzt keine richtige oder falsche Aussage dazu treffen. Gut. Also, liebe Leute, wir haben ja Proud to Kellner. Die Themen waren einfach so vielfältig und so intensiv, was wir gesprochen haben, dass wir jetzt die erste Folge hatten. Und die zweite Folge kommt dann gleich danach, weil wir unser Interview zu dritt in zwei Folgen geteilt haben.